Hallo zusammen. Ich mache gleich mal weiter. Hier. Ich bin mir jetzt etwas unschlüssig. Jetzt habe ich hier diese Steinziegel ja dran. Und hier diese... Hier alles aus dem Cobblestone. Diese ganze Treppe hier hoch. Ist das eigentlich hell genug? Oder spawnen mir hier Monster? Wehe, mir spawnen hier Monster. Das wäre natürlich ganz ungut. Weil das möchte ich natürlich nicht. Müsste ich doch wieder irgendwie so Kerzen hier anbringen. Oder Fackeln. Soll ich hier noch so ein Ding reinmachen? Was Grünes? Drei, vier. Wenn ich hier eine reinmache. So ein Steinchen. Sonst ist. Naja, ich denke, das geht. Das passt schon. Ich frage mich nur, soll ich hier das aus Kobbel lassen und wenn wir hier. Wie wären das? Ich habe hier noch eine Idee. Ich mache hier mal Ziegel, Steinziegel. So quasi hier ist das Haus und da fängt auch der Stein an. Dann könnte man doch eigentlich auch diese Stufen hier. Oder ist es zu viel des Guten, wenn ich jetzt diese Stufen hier auch aus Steinziegeln mache? So. Und nur das hier aus Kobel. Und dann hier. Genau dafür habe ich mir ja noch ein neues Schäufelchen gemacht. Benutzen sollte ich es natürlich auch. Und zwar das hier rein. Bisschen Grünzeug da drauf. Jetzt kommt wieder die Frage. Stein oder nicht Stein? Das ist hier die Frage. Ich mache mal Stein rein. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Oder wir machen hier dann eben auch Ich bin noch unschlüssig. Soll ich hier einen Weg machen aus Steinziegel? Aus Kobbel? Aus
was auch immer. Nicht alles aus Stein macht, das wird doch zu viel, oder? Na, hier, das lasse ich so. Das gefällt mir hier zwar nicht, aber... Wie wäre das? Mal einfach so tun, als ob. So. Diese Ich habe ja hier eine Treppe. Eine Treppe, einen Zaun. Wenn ich hier einen Zaun her mache, dass ich hier nicht runterfall, ist das breit genug? Oder müsste das noch ein breites sein? Muss ich hier ein Dach drüber machen? Dach ist auch schlecht, weil dann kann man hier nicht mehr runter. Bin mir gerade sehr unschlüssig, wie ihr merkt. Hier mache ich mal nichts Grünes, weil das jetzt ja hier alles Stein ist. Gut, das könnte man, hier hätte man auch. Wir hätten hier grün lassen sollen, wenn wir hier Büsche haben. Hätten wir hier auch Erde lassen können, oder? Sollen wir es wieder rückgängig machen? Und hier Erde machen. Wegen den Pflanzen hier. Lass uns das mal machen. Dass wir hier keinen Stein haben, sondern Erde. Und ich mache hier auch mal den Stein raus. So. Dann klopfe ich hier mal Erde rein. Wie wäre denn das, wenn ich hier so... Habe ich irgendwo Kies? Ich würde hier gern Kies reinmachen. Just we can. Aber ich habe kein Kies. Ich habe kein Kies. Ist das eigentlich, wenn hier so eine Fackel steht, macht die so warm, dass... Und wie ist denn das mit Glowstone? Macht das Zeug so warm, dass man hier... Vor allem muss ich, dass wir hier quasi keinen Schnee haben. Und wie ist denn das mit dem... Mit dem Wachsen von... Von Gras braucht es hier alles ein bestimmtes Lichtlevel. Ich klopfe jetzt hier einfach meine Fackel her und schau mal, ob der Schnee schmilzt. Das würde mich doch jetzt mal interessieren. Und ist ein Glowstone eigentlich auch warm? Da hinten ist wieder ein Creepermann. Okay, ich habe keinen Kies, ich habe keinen... Ich möchte hier einen Weg. Leute, ich möchte hier einen Weg und zwar... Hier außen rum.
würde ich den gerne führen. Wie weit weiß ich? Also halt so rüber bis auf die andere Seite. Schon so, dass ich hier auch was sehe. Also ich würde schon ganz gerne den relativ weit immer hier, also immer an der Kante entlang führen, nach Möglichkeit. War die Hacke. Genau, so geht doch das schneller. Wir müssten einfach mehr von diesem Diamant-Werkzeug haben. Ich muss hier nochmal gucken. Ach, das sieht doch ganz nett aus, wenn das hier so abgetreppt nach oben geht. So quasi, wir haben hier die Hütte reingebaut. Das mal noch weg. Soll ich das noch wegklopfen? Ich lasse es mal. Und hängen als erstes mal hier eine Fackel vorsichtshalber auf. Wir müssen einfach, damit das auch für euch nicht ganz so langweilig ist, mehr Diamanten haben, damit ich einfach hier schneller vonstatten komme, vorankomme. Das ist einfach, ja, es muss sein. Wir müssen nach unten, in den Untergrund. Wir dann hier um unser Haus so kommen, hier rüber auf die andere Seite. Theoretisch wäre es doch auch möglich. Hier quasi ein paar Schienen verlegen von, aber das ist noch ein Zukunftsprojekt, von Hütte zu Hütte oder von Siedlung zu Siedlung, falls wir denn irgendwann mal noch ein paar mehr Häuser herbringen. Ich muss ja sagen, das Bauen von dem Haus hier war jetzt schon wieder ganz ganz schön. So, was macht dann auch mal wieder Laune. Ich müsste einfach noch viel mehr Sachen bauen. So. Da haben wir ja Sand. Kies. Da haben wir doch den Kies, den ich da vorne wollte. Oh, ist doch schön.
hört uns der Herr Krieper bei der Arbeit zu. Oh, wir können hier nicht alles aufnehmen, weil wir zu viel Cobblestone am Mann haben. Was aber kein Problem ist. Wir bringen das einfach mal hier in unsere Kiste. Habe ich hier wieder die Tür auf? Das ist ja schon wie unten. Da haben wir auch ein, zwei. Wer ist denn Kies da? Das ist doch prima. Unten haben wir auch ein, zwei. Quasi Cobblestone Stacks. Ah, das ist ja schon das anders. Also die Fackel lässt den Schnee schmelzen. Allerdings in welchem Umkreis? Ist mir jetzt nicht ganz klar. Das müssen wir vielleicht noch mal gucken, inwieweit das der Fall ist. Dann müssen wir uns noch einen Ofen machen, dass ich dann wieder Kies. Sehr schön. Den nehme ich mir noch rein. Okay, dann haben wir die Fenster nach draußen. Da, jawohl. Creeper Wrap. Jo, wo, wo, hallo. Juhu. Ist der Creeper Gruß. Yo, der Creeper Gruß. Okay. Nichtsdestotrotz, weiter geht's. Fröhliches Buddeln. Ups. Das heißt, hier müssen wir weiter rein. Das heißt, die Fackel geht im Weg um. Wächter. Dann gehen wir hier rüber. Ich höre nichts klappern, gar nichts. Also das heißt, in dem Berg hier hinter oder links von uns ist jetzt auch nicht hier so der riesen Höhlensystem, versteckt sehr wahrscheinlich oder irgend sowas. Ich würde gerne hier ein bisschen das hier einfach so rausklopfen. Ich glaube, man sieht das ein bisschen interessanter aus. Und ich möchte natürlich auch, dass das hier nicht allzu hässlich ist. Einfach ein bisschen interessant ausschaut, wenn wir hier rumlatschen. Und deshalb darf das ruhig auch hier ein bisschen zerklüftet ausschauen. Und nicht alles so stur und gerade. Wird auch schon wieder dunkel. Nee, das ist nur, wenn wir hier uns vorarbeiten. Das Inventar scheint schon wieder voll zu sein. Das heißt, ich lege noch mal kurz ein bisschen was ab. Jetzt mache ich noch schnell was anderes. Ich klopfe hier mal was rein und mach mal hier das ein bisschen breiter. Das kann ja nicht schaden, denke ich. Können wir ein bisschen besser laufen hier. Dann legen wir hier wieder
etwas Kobbel ab. Haben wir ja genug. Flintstone. Dann machen wir anders, das legen wir in die Unterkiste, dann in die Krimskramskiste wieder. Jetzt habe ich vergessen, den Weizen zu verfüttern an die Kühe. Ich lege hier mal diese Glasscheiben auch noch rein. Das Glas habe ich hier unten gelassen. Dann schauen wir mal wieder nach hier hinten. Den nehmen wir auch noch raus. Dann gehen wir hier weiter. Hallo? Spider? So vielleicht. Ich habe keine Fackeln mehr, dann mache ich mal ein paar. Und dann wird weiter gegraben. Natürlich in der Hoffnung, dass uns hier nicht was in die Nase beißt. Jupp. Okay. Ich bin ganz zufrieden hier mit dem Weg darum. Ich denke, das könnte ganz gut sein. Aber wir werden sehen. Da unten ist schon wieder eine kleine Party. Alles ohne mich. Ich weiß auch nicht, was sie sich immer dabei denken. Die Creeper haben immer richtig Spaß. Headbangen da ein wenig umeinander. Wollen mich aber nicht wirklich dabei haben. Allerdings muss ich auch sagen, jedes Mal, wenn ich die Jungs sehe, ja, ihr wisst ja, das sind schon ganz besondere Kumpel von mir. Mögen mich. So. Nee, ich mach den noch raus. Wie ist denn das jetzt hier? Wie schaut denn das aus? Ich gehe mal hier rüber und guck mir das mal von der anderen Seite an. Von hier an. Noch ein Stück weiter. Ich bin jetzt irgendwo da hinten.
Oh, da jetzt noch ein bisschen weiter, da komme ich auf diese Höhe da. Das ist doch ganz nett. Die Frage ist, soll ich hier überall den Zaun rummachen? Wäre vielleicht ganz cool, oder? Alter Verwalter. Das ist doch ganz nett hier, oder? Klasse Ausblick nach hier drüben, also. Das ist doch mal recht schick. Und was haben wir hier? Oh, ich bin schon extrem über meiner Zeit. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich stelle mich hierher. Genau nach hier und mach noch mal eine Folgenpause. Wir sehen uns gleich wieder.